Ich denke, wir können die Tagung beginnen. Zunächst einmal möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Der Andrang ist riesig, über 500 Anmeldungen, die sich angesagt haben, an diesen beiden Tagen teilzunehmen. Der Zuspruch ist ja über die Jahre gewachsen. Es ist ein unglaublich erfolgreiches Format. Herr Klimpel, was Sie aus der Taufe gehoben haben und was Sie ja weiterhin mit großem Engagement vorantreiben. Es ist die 6. Konferenz, sie wird immer internationaler, auch die Sprecher immer hochkarätiger, auch wenn man sich das heutige und morgige Tagungsprogramm ansieht, dann verspricht es wirklich eine ausnehmend spannende Tagung zu werden. Diese 6 Tagungen haben sich natürlich auch entwickelt, waren es am Anfang eher rechtliche Themen, die eine Rolle spielten, damals noch in der Kinemathek am Potsdamer Platz. So ist die Konferenz vor 2 Jahren, 2014, schon mal hier gewesen, in unseren Liegenschaften im Hamburger Bahnhof, genau an dieser Stelle. Es ging da mehr um Fragen eben von Digitalisierungsprojekten in Bezug auf kulturelles Erbe. Dann war es letztes Jahr in Hamburg im Museum Altona, wieder andere Themen, Frage der Metadaten, Zukunft des Ausstellens spielten dort eine Rolle. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass Sie wieder hier bei uns zu Gast sind im Hamburger Bahnhof und mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, das alle, die mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt sind, natürlich über Jahre schon sich damit befasst haben. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir im Bereich der Nachhaltigkeit dessen, was wir hier tun, der Daten, die wir generieren, irgendwo doch mal einen großen Schritt vorankommen. Insofern ist das Thema nicht nur enorm wichtig, sondern auch sehr, sehr gut gesetzt. Das ist etwas, was sowohl die Frage stellt nach den politischen Rahmenbedingungen, nach den rechtlichen, auch die Frage der Finanzierung. Es gibt ja Themenblöcke und Vorträge und Podien, die sich mit diesen Fragen beschäftigen werden. Das ist enorm wichtig, denn diese Rahmenbedingungen müssen natürlich geklärt sein, ehe man sich dann Fragen wie Innovation und Nachhaltigkeit, Partizipation und nachhaltig und so weiter zuwendet. Für uns als Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind alle diese Themen enorm wichtig. Die Entwicklung und die Dynamik, die in diesen Dingen steckt, merken wir selber auch am täglichen Arbeiten. Auch wenn wir ein bisschen zurückblicken, was wir die letzten Jahre gemacht haben, Sie wahrscheinlich in Ihren Institutionen ganz genauso. Wir haben 2010/11 eine digitale Strategie der Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz entwickelt. Damals sprach man noch von einer digitalen Strategie. Es ging primär eigentlich darum, in welcher Sequenz, in welcher Prioritätensetzung man welche Bestände zur Digitalisierung bringt. Heute, diese Strategie endete mit dem Jahr 2015, wir sind jetzt gerade dabei, was Neues zu entwickeln und es nennt sich nicht mehr Strategie, Fortführung oder so, sondern digitale Transformation. Das ist es einfach, auf allen Feldern wird es immer wichtiger, diese ganzen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für die Wissenschaft, aber auch was für uns ganz wichtig ist, für Vermittlung, für Partizipation, auch mit den großen Projekten, die in Berlin laufen, auf der Museumsinsel, Humboldt-Forum, da will man natürlich schon dann, wenn die Dinge eröffnet werden, den State of the Art den Besuchern bieten. Man muss immer aufpassen, dass neben vielen Einzelprojekten man aber auch eine strategische Transformation angeht. Also es muss immer zusammenkommen auf einen Weg, in den alle mitgehen und nicht nur eine Addition von wichtigen Einzelprojekten. Diese Einzelprojekte können für uns auch strategisch bedeutsam sein. Wir haben ja im letzten Jahr das CEDICUM begonnen am Vorderasiatischen Museum, ein Kompetenzzentrum für die 3D-Digitalisierung von Objekten, jetzt zunächst erstmal archäologischen Objekten. Wir haben den Pergamonaltar vor seiner Schließung wegen der Sanierung des Gebäudes mit dem Fraunhofer Institut in Darmstadt komplett 3D digitalisiert. Das ist die größte und hochauflösendste Digitalisierung eines Monumentes in dieser Dimension. Also das sind Leuchttürme, aber es macht nur Sinn, wenn man diese Leuchttürme strategisch zusammenbindet und vor allem dann auch die Fragen der Nachhaltigkeit löst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch international nicht den Anschluss verlieren und konkurrenzfähig bleiben. Und insofern ist es gut, hier auch strategische Dinge zu hören. Ich möchte den Vertreter der Europäischen Kommission, der nachher gleich spricht, ganz herzlich begrüßen. Es ist auch wichtig, wie man das europaweit hier sieht. Aber zunächst einmal möchte ich Sie noch einmal abschließend willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen anregende 2 Tage mit wichtigen Ergebnissen und möchte das Wort an den Vizepräsidenten der Deutschen UNESCO-Konvention übergeben. Bitte schön.